Hallo. Ja, ich habe wieder ein neues Intro. Fun Fact am Rande, wenn man Mehl schnupft, bekommt man Kopfschmerzen. Habe ich gehört. Auf jeden Fall war ja gestern Halloween. Und ich schwöre euch, kein Schwein hat bei uns geklingelt. War es das jetzt wirklich wert? 2 Monate lang wurde uns die ganze Zeit gesagt, kauft Süßigkeiten für Halloween, kauft Kostüme für Halloween, kauft Halloween. Und was ist am Schluss dabei rausgekommen? Ich habe wirklich kein einziges Kind mit einem Halloween-Kostüm gesehen. Okay, ich glaube, das liegt auch mehr daran, dass ich in Offenbach wohne. Und ich glaube, in Deutschland ist es auch mehr ein Fest für die Erwachsenen, sich nuttig anzuziehen, auf einer Party rumzuvögeln und am nächsten Tag mit Herpes im Bett aufzuwachen. Und naja, was müssen wir machen? Eigentlich sollte ja Halloween ein Fest für die Kinder sein, aber davon habe ich zum Beispiel nicht so viel mitbekommen. Aber hey, vielleicht hattet ihr ein schönes Halloween. Also ich für meinen Teil war zu Hause. Ich meine auf einer Party. Die war zu wild, kann ich euch nicht von erzählen. Naja, jetzt, wo die ganze Halloween-Zeit vorbei ist, können wir auch mal den Herbst richtig genießen. Also jetzt haben wir wieder ein Jahr Ruhe, bis Dagi B. sich als Vergewaltigungsopfer schminkt und so getan wird, als ob Halloween ein echter Feiertag ist. Nein! Ich wurde von mir selber getötet! Außerdem fällt euch irgendwas an mir auf? Du siehst scheiße aus. Nö. Du bist ein Hurensohn. Nö. Deine Mutter. Nö. Du Hurensohn. Nö. Meine Mikroqualität hat sich verbessert. Ja, auf jeden Fall habe ich mich mal nach 2 Jahren dazu entschieden, mein Mikro richtig einzustellen. Nicht, dass es jetzt scheiße klang oder so. Aber ich meine, ja, besser geht immer, ne? Wisst ihr, in letzter Zeit macht mir YouTube wirklich extrem viel Spaß. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie nach 2 Jahren endlich mal den Style von Videos gefunden habe, mit dem ich mich einfach am besten identifizieren kann. Ich habe einfach irgendwie so ein Gefühl, dass so eine richtige Community da ist. Ich bekomme in letzter Zeit wirklich extrem viel geile Kommentare. Wirklich mehr Likes und Aufrufe als je zuvor. Und sowas ist einfach für mich als YouTuber wirklich geil. So homo das jetzt auch klingt, aber ich freue mich halt wirklich, dass so viele coole Leute meine Videos gucken. Ich habe einfach wirklich momentan richtig Bock, Videos zu machen. Es ist einfach wirklich cool, echt Leute hinter sich zu haben, die sagen, ja, darauf haben wir Bock, Kommentare zu lesen, wo Leute sagen, Mann, Nibelnik, Alter, deine Videos sind so geil. Ich hole mir jeden Abend dazu einen runter. Ich möchte auf der Gamescom deinen Schwanz lutschen. Na bitte, bitte. Also jetzt, ja, nicht so, aber ich wollte mich einfach bedanken, okay? Es ist wirklich sehr schön zu wissen, dass ich Leuten eine Freude mache mit meinen Videos. Dass ich mit dem, was ich mache, anderen Leuten Spaß bringe, sozusagen. Okay, ja, ich höre auf mit dem Rumgeschwule, aber vielen Dank. Es ist echt schön. Anderes Thema. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, Wein ist somit das Abartigste, was man trinken kann. Ich meine jetzt nicht von der Vorstellung, okay, vergammelte Trauben, ja. Aber ich meine einfach der Geschmack. Wer trinkt Wein? Außer alle Erwachsenen. Okay, ich bin auch erwachsen. Ich sollte eigentlich auch Wein mögen, aber nee. Wahrscheinlich ist jetzt in den Kommentaren irgendein Weinkenner dabei, der sagt, nee, bin ich, du magst kein Wein. Ich werde dich finden, deine Augäpfel herausreißen, sie mit meiner Weinpresse pressen und sie dann köstlich bei einer Runde Chatroulette verzehren. Ja, so ungefähr stelle ich mir Weinliebhaber vor. Aber sind wir mal ganz ehrlich, welcher Vollidiot kam da drauf, kam auf die beschissene Idee, Weintrauben vergammeln zu lassen und sie dann zu trinken? Ich meine, jeder normal denkende Mensch weiß doch, dass man vergammelte Sachen nicht isst. Aber anscheinend war das ja früher nicht so. Anscheinend musste irgend so ein dummer König sich ausdenken. Hört her, hört her. Ich, König Dickbauch McSackschweiß, befehle allen Bewohnern der Fickburg, mir ihre vergammelten Weintrauben zu geben, sodass meine fußpilzigen Diener sie platt treten können und ich den daraus entstehenden Saft in meinen Mund kippe. Oh. Und genau so war das. Da will doch einer mir noch sagen, dass man bei meinen Videos nichts lernt. Und wenn irgendjemand euch was anderes erzählt, dann ist das eine Lüge, ja? Ja, und trotzdem muss es dem ja dann auch noch geschmeckt haben. Also, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Wein mögt. Und wie gefällt euch mein Hase? Geh in der Binde, lass gehen,